Jährlich werden bundesweit rund 26 Millionen Ladendiebstähle begangen. Tendenz steigend. Eine wesentlich dramatischere Straftat als zunächst angenommen, verbirgt sich hinter dem nächsten Einsatz für Cornelia Bauer und Klaus Wiebel. Meine. Oh, ihr seid. Komm, Arnold. Sehr freundlich heute. Meerheimer Straße 25, dortiger Elektrofachhandel. Herr Kirschner meldet Diebstahl. Der Dieb ist wohl noch vor Ort. Der Herr Kirschner erwartet euch vor Ort. Ja, ist verstanden. Verlängerte Öffnungszeiten und weniger Personal in den Geschäften macht es Langfingern leicht. In diesem Fall ist die minderjährige Täterin einem Ladendetektiv ins Netz gegangen. Sie haben angerufen? Genau. Was passiert? Ein Ladendetektiv hier von dem Elektrofachhandel. Ja. Und ich habe eine junge Dame beim Klauen erwischt. Okay. Und die ist jetzt hinten im Raum eingesperrt. Sind Sie eingesperrt? Genau. Ja, dann gehen Sie mal vor. Bitte schön. Gleich wieder mal. Auch der Geschäftsführer des Elektrofachhandels kommt hinzu, um die polizeiliche Maßnahme zu verfolgen. Im Aufenthaltsraum wartet jedoch eine böse Überraschung. So, jetzt gehen Sie mal zurück. Was sind hier schon? Hallo, hier ist die Polizei. Ja, wir gehen mal rein. Bleiben Sie mal. Sie sind hier veranstaltet. Ja, also, wenn es nicht gerade ein Pygmäe ist, dann wüsste ich jetzt nicht. Hier ist niemand. Fenster? Von der Ladendiebin fehlt jede Spur. Klaus Wiebel fällt allerdings auf, dass die Täterin ihren Rucksack zurückgelassen hat. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Aha! Jetzt müssen wir raus hier. Ja, ja. Ist gut jetzt. Reicht. Alles gut, die Polizei ist da. So. Komm, keine Panik, ja? Mach's nicht noch schlimmer, als es ist. Genau, ganz genau. Ruhig, ganz ruhig. Wir setzen uns jetzt hier in mein Büro hier zu verwüsten. Wir setzen uns jetzt erstmal hier hin. Machen Sie mal Platz, bitte. So, setze ich jetzt mal dahin. Ohne den Stuhl, genau. So, hinsetzen. Ja, ist gut. So, was ist passiert? Gar nichts. Ja, wir konnten dann die Diebin auffinden. Die hatte sich in die Ecke gekauert, hinter der Blume. Die hat gar nichts gesagt. War ziemlich patzig und hat sich überhaupt gar nicht geäußert und wollte eigentlich einfach nur raus. Ich weiß nicht, was die Herren von mir wollten. Ja. Aha, und das Diebesgut? Was für Diebesgut? Ich habe doch nicht meine Tasche dabei gehabt. Ich hab's so voll erwischt. Rucksack? In der Tasche stellen die Beamten zahlreiche Videospiele und teure Smartphones sicher. Mit dem Handy der Ladendiebin informiert Klaus Wiebel die Mutter des Mädchens. Schönen guten Tag, Frau Juncker. Hier ist die Kölner Polizei. Wiebel ist mein Name. Wir haben Ihnen eine leider nicht ganz tolle Nachricht zu überbringen. Sie müssten mal in einen Elektro- oder in den Elektromarkt kommen. Wir haben nämlich Ihre Tochter hier beim Diebstahl erwischt. Das heißt nicht wir, sondern der Ladendetektiv. Ja, ja, wunderbar. Ja, dann kommen Sie rüber. Dann kommen Sie rüber. Danke. Na, tschüss. Circa 4.000 Euro. 4.000? Ja, allein die Handys schon. Ach so, ja. So, die Mama kommt rüber und dann wollen wir mal weiter gucken. 6 iPhone, ne? Genau. Was war das wert? Wie viel hoch ungefähr? Was haben wir? Circa 4.000 Euro. Ja, schon nicht schlecht. Ja, da tritt ja was, ne? Das Mädchen schweigt weiter zu den Vorwürfen. Als ihre Mutter hinzukommt, droht die Situation zu eskalieren. Die Frau ist nämlich zutiefst von der Unschuld ihrer Tochter überzeugt. Entschuldigung, können Sie mir sagen, was passiert ist? Ja, gucken Sie mal da auf den Tisch. Und war jetzt das Handy, womit du telefoniert hast? Das ist die Ausbeute, die Ihre Tochter gemacht hätte, wenn sie nicht erwischt worden wäre. Tochter hat erstmal schön die Ballerspiele hier alle geklaut. Das kann doch gar nicht sein. Maria. Alles gut. Maria, sagt mir. Ganz ruhig. Oh. Lassen Sie uns mal ganz kurz arbeiten. Sie sind bei Ihrer Tochter. Sie sind doch direkt dran hier, sind doch 2 Meter. Keine Panik, ja? Alles gut? Alles gut. Ja. Ich würde jetzt gerne genau wissen, was hier passiert ist. Sie hat die Sachen versucht zu entwenden. In diesem Elektroladen. Ist leider erwischt worden vom Ladendetektiv. Der Ladendetektiv hat die Polizei gerufen und deswegen sind wir hier und machen gerade unsere Arbeit. Das kann doch gar nicht sein. Hat sie das schon öfter gemacht? Ist das jetzt das erste Mal? Noch nie. Ich bin gerade fassungslos. So. Maria, das kann doch gar nicht sein. Also es ist doch gar nicht möglich. Ja, die Beweggründe der Jugendlichen oder auch überhaupt der ganzen Täterin ist natürlich auch in der heutigen Zeit einfach mithalten zu können. Teure Klamotten, teure Handys. So erklauen sie sich das Ganze und verschaffen sie somit auch die Kohle. Das hast du doch nie im Leben geklaut. Das hat sie geklaut. Das hat sie fast geklaut. Das ist ein versuchter Diebstahl. Ja, lassen Sie es ruhig liegen. Nein, wir haben da schon.
Wir haben gar keine Konsole zu Hause. Und das sind Ballerspiele und sowas. Das macht das sie, das macht sie gar nicht. Die Aussage macht die Beamten stutzig. Es besteht die Vermutung, dass die Ladendiebin die Waren für jemand anderen stehlen wollte. Zu diesem Vorwurf will sich die 17-Jährige allerdings nicht äußern. Die junge Ladendiebin erwartet zunächst mal eine Anzeige des Geschäftes. Da geht es zum einen um den Warenwert, zum anderen auch um Beschädigungen, Reinigungskosten etc. Sie ist 17 Jahre alt, hier greift das Jugendstrafrecht. Wir haben die Ware, wir haben die Aussage, wir haben ihre Einlassung dazu, wir haben die Personalien. Also es besteht kein weiterer Grund, sie festzuhalten. Das wäre eine Freiheitsberaubung, das wollen wir nicht. Gut, dann gebe ich Ihnen den schon mal zurück. Vielen Dank. Ja, dann war es das, ne? Für uns war das ja schon ein Hausverbot, dann, ne? Denke oder? Ich, ja, Sie sprechen da ein Hausverbot aus, ja. Ja. Und höre ich dann von Ihnen? Ja. Richtig. Sie hören von uns. So, dann denke ich, weisen Sie uns den Weg wieder raus. Ja, ein bisschen anderen Ton hier. Ja, okay, alles klar. Und dann bedanke ich mich. Ja, sehr gerne. Nicht dafür. Tschüss. Dieser Einsatz hinterlässt bei Cornelia Bauer und Klaus Wiebel ein ungutes Gefühl. Dass hinter dem Fall tatsächlich mehr steckt als ein normaler Ladendiebstahl, zeigt sich beim nächsten Notruf. Diesmal sind gleich drei Menschen in großer Gefahr. Mit Kaffee und Arnold 24 von Arnold. Ach, da. Komm, Arnold. Ich wieder, ne? Stammheimer Straße 45. Frau Juncker meldet ein Bruch mit Körperverletzung. Die Melderin erwartet euch auf dem Balkon. Ihr müsst bitte im Hinterhof parken. Ja, ist verstanden. Für die Beamten ist sofort klar, die Namensdopplung kann kein Zufall sein. Bei der Melderin handelt es sich um die Mutter der Ladendiebin. Ihre Tochter ist in höchster Not. Sie haben uns dann noch mal angerufen? Meine Tochter hat mich ausgesperrt. Ich komme nicht rein. Und meine Nachbarin ist überfallen worden. Die liegt hier vorne. Es ist ein Einbrecher an der Wohnung. Wo ist der? Wo ist ja, der beruhigen Sie sich mal. Wir müssen mal. Erste Etage, Junker. Okay, erste Etage. Bleiben Sie ganz ruhig. Meine wir kommen. Ja, ja, beruhigen Sie sich mal. Wir kommen ja schon. Und das ist sie davon eben, ne? Ja, ja, das ist sie. Und ich dann? Das ist sie. Am Einsatzort hat uns dann eine Frau oder die Frau Juncker erwartet. Und wie wir vermutet hatten, ist es die Frau Juncker aus dem vorigen Einsatz gewesen. Leider konnte sie uns die Tür nicht öffnen, weil sie ausgesperrt war auf dem Balkon. Und die ganze Sache sehr eilig und dringlich gemacht hat bezüglich der Person, die sich in der Wohnung befand. Herr Kart. Die Polizei, machen Sie bitte mal die Tür auf. Hat die was von einer Verletzten erzählt? Ja. Und von irgendeinem fremden Mann in der Wohnung. Dann leg mal los. Oh ja, okay. Ja. Ich brauche ein RTW. Hallo, hallo. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Okay, setzen Sie sich mal hin. Vielleicht so mit dem Rücken zur Wand, dann können Sie sich da ein bisschen erholen. Bleiben, so. Bleiben Sie hier, kleinen Moment. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. So, was ist denn passiert? Was ist los? Meine Tochter ist ausgesperrt. Mein Nachbarn wollte mir die Tür aufmachen. Und ich habe gesehen, wie sie noch von einem Mann überfallen wurde. Der hat ihr irgendwie auf den Kopf geschlagen, sie ist ohnmächtig geworden. Von irgendeinem Mann, der? Dunkel, ich konnte nicht sehen. Wo ist denn Ihre Tochter? Die ist aber auch hier. Ja, ja, ist gut. Sie hat doch gerufen. Ja, nur warten wir noch mal. Hallo? Hier, Meine Tochter! Hier ist die Polizei. Gehen Sie von der Tür weg. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Was von mir? Du gehst erstmal runter. So. Hallo. Und da bleibst du. So, komm. Was soll das? Den Arm auf den Rücken. Den Arm auf den Rücken. So, gut. Was wollen Sie von ganz mir? Ganz ruhig. Ne? Die Sicherung des extrem gewalttätigen Mannes hat jetzt oberste Priorität. Erst als dieser niemandem mehr schaden kann, ermittelt Cornelia Bauer den dramatischen Hintergrund der Tat. Wie geht's Ihnen? Jetzt aber. Jetzt erzähl mal. Das ist mein Ex-Freund. Okay. Er erpresst mich ja damals. Es war halt so der erste Junge, der irgendwie mich interessant fand. Und dann habe ich ihm halt vertraut und er hat immer weiter gedrängt, dass er halt Bilder von mir möchte. Bilder? Wo ich nicht viel drauf anhabe. Und
damit erpresst er mich jetzt. Deshalb muss ich schlauen gehen. Was für Bilder? Ah, okay. Nacktbilder von mir. Ja, er hat mir die Bilder ist das so unangenehm. Er sagt, dass er die überall im Internet vorbereitet. Damit ist doch mein Leben komplett kaputt. Ich bin gerade mal 17 Jahre alt. Und deswegen hast du das jetzt geklaut. Also du musst die Sachen klauen, damit er das nicht im Internet stellt, ja? Ja. Ja, dann müssen wir jetzt mal weiterschauen. Jetzt gucken wir mal und dann werden wir den mit zur Wache nehmen, ne? Was ist mit den Bildern? Ja, das müssen wir jetzt gleich schauen. Hat er die auf seinem Handy das drauf? Das müssen wir jetzt gleich mal er muss schauen. Sie haben. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie gelöscht werden. Wenn er da drauf, dann werden. Auf dem PC. Ja, das machen wir dann im Nachgang, ne? Ja. Was passiert denn jetzt? Ja, ja okay. Warten Sie doch mal ab, Herr Juncker. Gut. So, pass auf. Irgendwelche Handybilder so Personalien, da ist ein Portemonnaie. Hier liegt irgendwo der abgekantete Ausweis. Okay. Nicht durchsuchen jetzt mal. Klaus Wiebel macht sich auf die Suche nach Waffen und gefährlichen Gegenständen. Dabei stellt er das Handy mit den pikanten Fotos sicher. Ja, natürlich habe ich Bilder von der. Ja, sicher. Ja. Aber die setzt man nicht ins Internet, oder? Sagen, ich habe doch nicht viel ich an, hab ne? das nie ins Internet gestellt. Ja, ich habe dann die Maria befragt, warum jetzt oder was überhaupt passiert ist. Und sie gab dann an, dass der halt Fotos von ihr auf dem Handy hätte. Konnte man dann auch hier sehen, halt Nacktfotos von ihr, die er auch verbreiten wollte. Und aufgrund dessen hat sie halt die Diebstähle begangen. Ja, hab natürlich jetzt hier Verständnis für die Maria, ist erst 17 Jahre alt, hat natürlich noch ein jugendliches Denken, hat auch Angst vor der Mutter gehabt. Und kann natürlich verstehen, dass sie da eingelenkt hat und die Diebstähle begangen hat. Was ist, mit der jungen Dame, mit der Verletzung? Das geht schon, ich glaube. Erzählen Sie mal, was Ihnen was passiert ist. Was ist denn überhaupt passiert, genau? Ja gut, sie stand, sie ich kam gerade nach Hause. Sieh sie mal still hier. Hey, hey. Ich kam gerade nach Hause und sah sie auf dem Balkon und sie rief mir schon zu, weil ich habe ihren Ersatzschlüssel. Ja. Und dann sagte sie, komm bitte her und dass ihre Tochter sie halt ausgesperrt hat. Und ich kam rein und plötzlich macht es Wumm und dann weiß ich halt nichts mehr. Dann kam sie irgendwann. Keine Ahnung, wer das gewesen nein, ist, woher das nein, kam. Nein, ich kam rein und wollte halt direkt zu ihr durch und dann hat es mich schon erwischt. Die 17-Jährige belastet ihren Ex-Freund schwer. Er sei bei ihr aufgetaucht, um Diebesgut abzuholen. Als die Nachbarin hereingekommen ist, hat er sie brutal niedergeschlagen. Im Rucksack finden die Beamten die erpresste Ware. Ja, alles klar, reicht schon. Ja. Hat die mir geschenkt? Ja, selbstverständlich. Ja, dann auch wieder kommt. Gut. Auch beschlagnahmt, ist klar, ne? Muss ja keine Gedanken darüber machen. Das hat das Mädchen mir geschenkt, keine Ahnung, wo die hat. So. Jetzt machen wir noch den Sicherheitsgurt dran, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Was die Strafbarkeit des Herrn Schneider anbetrifft, wird zunächst mal unsererseits eine Anzeige geschrieben wegen Körperverletzung, und zwar in wiederholten Fall. Wir werden ihn wegen Erpressung eine Anzeige schreiben und wir werden ihn wegen Anstiftung einer Straftat zur Rechenschaft ziehen. Das sind in erster Linie mal die Straftaten, die ihn erwarten. Möglicherweise kommt da noch weiteres zu, das werden künftige Ermittlungen ergeben.